Ja, wir sind mal wieder in Ahaus zu einer Demonstration zusammengekommen. Heiner Möllers, BI hier in Ahaus und ja, Aktivist der ersten Stunde. Um was geht es heute? Was ist heute die Botschaft? Ja, die Botschaft ist eigentlich klar und eindeutig. Es ist ganz einfach überhaupt kein Sicherheitsgewinn, diesen Müll aus Jülich nach Ahaus zu transportieren. Zum einen muss er für eine Endlagerung konditioniert werden. Zum anderen gibt es in Ahaus überhaupt keine Möglichkeit, dieses Material in einer heißen Zelle oder so zu reparieren. Die können hier einen Deckel aufschweißen und dann hört es auf. Und deswegen fordern wir ganz klipp und klar, das Material in Jülich zu belassen und ein sauberes Konzept aufzustellen, wie man weiter sicher mit diesem Material verfahren werden. Wie kann es konditioniert werden für eine Endlagerung? Wo wird es entgelagert? Und vorher sollte das Material auch nicht transportiert werden. Ja, klare Forderung der Veranstalter heute, Oliver, unser Mann in Berlin. Ja, wie könnte das denn noch verhindert werden und was ist zu tun? Ja, die Verantwortung für die Transporte und für den Atommüll trägt die Bundesregierung. Das Forschungszentrum gehört zu 90% dem Bund. NRW hat vor einigen Wochen einen Antrag im Aufsichtsrat gestellt, den Atommüll in Jülich zu belassen. Der ist mit der Mehrheit des Bundes abgelehnt worden. Und damit trägt insbesondere Norbert Röttgen die Verantwortung für diesen Atommüll. Das ist besonders absurd, weil die Transporte teuer und gefährlich sind. Vor allen Dingen wollen die Menschen sie aber nicht. Nicht nur die Menschen hier in Ahaus wollen sie nicht, sondern auch die Menschen in Jülich nicht. Der Kreistag in Düren hat erst vor wenigen Tagen mit fast einstimmiger Mehrheit entschieden, dass die Kastoren in Jülich bleiben sollen, weil man sagte, wir haben von dem Forschungszentrum profitiert, der Müll ist hier entstanden und wir wollen auch sind bereit, die Verantwortung hier, bis er in ein Endlager transportiert werden kann, zu übernehmen. Und das sollte die Bundesregierung endlich ernst nehmen. Ja, klare Botschaften aus Ahaus, aber auch aus Jülich. Diese Transporte sind nicht gewollt, sie sind überflüssig, sie sind gefährlich. Das Einzige ist, sie dienen dem Image und sind kostengünstiger, als in Jülich die Zwischenlagerung weiter fortzusetzen. Wir als Landesverband werden uns weiter an Aktionen wie diesen beteiligen und auch zu weiteren Aktionen aufrufen. Ja, und jetzt geht's los, auf geht's zur Demo. Ja, Alex, Grüne Jugend ist auch heute dabei unter widrigsten Bedingungen. Wie ist heute eure Stimmungslage? Ja, ich denke, wir sind Wind und Wetter gewohnt und es ist wichtig, auch bei diesen Bedingungen ein klares Zeichen zu setzen gegen diesen unglaublichen Plan der Bundesregierung. Und deswegen ist auch gut, dass wir mit so vielen Leuten heute hier sind und ein klares Zeichen setzen. Ja, schön, dass die Grüne Jugend auch mit dabei sind. Ich denke, das wird nicht unser letzter Marsch sein und wir werden uns auch weiter als Landesverband gemeinsam mit euch an den Aktionen beteiligen, dazu aufrufen. Und schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr da seid.